Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory, zu einer kleinen, gemütlichen Runde. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Kupferproduktion in Gang gebracht. Ihr seht, wie schön die Kabel da laufen. Da geht natürlich noch mehr von der Auslastung her. Zement läuft auch. Wir haben geforscht, wir haben die Kettensäge und ich sagte ja, in dieser Folge würde ich gerne mit euch ein bisschen auf Erkundungstour gehen, auch alleine, damit hier Materialien nachproduziert werden. Und ich möchte mich hier auch gerne auch ein wenig umschauen, was denn hier noch so alles rum ist. Ich gucke auch noch mal kurz, ich hatte hier oben schon mal geschaut gehabt. Ich kann noch ein bisschen was erforschen. Das machen wir. Pupp. Juhu. Milestone reached. Additional storage options have been provided. R&D inflated your pocket dimension and developed a personal storage box accessible in the build menu. Also, ich habe jetzt gerade nicht gezeigt, was das ist. Das Ganze hat mein Inventar erweitert und wir können solche Storage Boxen bauen. Das kann mal interessanter sein. Das ist, wenn du mit mehreren Spielern spielst, dann ist es tatsächlich interessant, dass man da mehrere Boxen überall stehen hat. So, beim letzten Mal haben wir den Alien-Panzer erforscht. Additional samples are required for R&D to continue developing a defense-oriented blueprint. The creature has been named Phacochoerus plumiuscata or fluffy-tailed hog. Okay, das habe ich auch gar nicht so mitgekriegt. Das Mycelium wollten wir noch erforschen. So. So, es ist Sonnenaufgang. Ich gucke mal ganz kurz hier die Biomassegeräte. Stopfen wir mal ein bisschen weiter drin. Ich hätte ja auch gesagt, dass ich ein bisschen was produziert habe. Ihr seht, er verbraucht wesentlich weniger von dem Zeug. Und wir werden dann auf dem Rückweg von unserer Erkundungstour werden wir noch ein bisschen was mitnehmen. Aber wir rennen jetzt hier erstmal ein bisschen blindlings durch die Gegend. Vielleicht finden wir noch irgendwelche interessanten Sachen. Hier so Pilze, die nehme ich natürlich mit. Ah, genau, die Teile kann man, glaube ich, mit der Kettensäge abbauen. Ja, was war das denn noch für eine... Moment, da ist noch eine Not. Aber ich glaube, die war nur so. Könnte man die nicht? Ich warte mal, man könnte die. Nö, dann nicht. Dann nicht. Ah, hier guckt noch so eine Note aus dem Stein. Ach, das ist Limestone. Normal Limestone. Okay. Das heißt, hier hätten wir auch noch eine Limestone-Quelle. Sehr schön. Ich finde den Sonnenaufgang hier zu herrlich. Ein paar Nüsschen mitnehmen. So, jetzt gucken wir mal hier. Jetzt müsste ich hier aber das Zeug mit. Genau, jetzt ist es mit. Weg. Aber es bringt mir nichts. Okay. Ich war der Meinung, dass vor dem großen Update, dass man da Kieselsäure rausbekommen hat. Aber ich kann mich auch irren. Aber wir ziehen immer weiter. Schön der Fluss hier. Das Flüsschen. Das so langsam vor sich hin plätschert. Immer so ein bisschen gucken, weil ein bisschen Gefiechs gibt es auch immer mal. Ach, hier kann ich so durchlaufen. So. Manchmal sind auch diese Bergkuppen ganz interessant. Ja,
Ja, also es gibt hier manche Viecher, die rammen einen weg. Die machen zwar auch nicht sehr viel Schaden, aber so ein bisschen doch. Cool. Und wenn das dann vielleicht nochmal 3 oder 4 sind, das kann auch vorkommen, denn dann wird es tatsächlich bedenklich. Denn, ja, die raffen einen tatsächlich hin. Ah, sowas ist zum Beispiel auch sehr, sehr uncool, wenn man davon ein paar eine Backen hat, dann au. Weil die halten nämlich ganz gut aus. Oh. Alter. Wie gesagt, die halten gut aus. Was ist dahinter? Das ist so eine Giftpflanze. Ja, genau. Da hinkommen, dann steht die nämlich. Uff. Ich höre doch hier wieder was. Okay. Ja, das ist blöd, wenn man keine Waffen hat, richtig? Aha. Ich packe mir erstmal statt der Kettensäge ein paar Nüsse rein. Kann die schaden hier? Habe ich so das Gefühl. Okay, ein bisschen wohl. Ach, da oben ist auch noch eine. Alter Schwede. Ja, super. Lebt ja immer noch. So, lebte. Ah, da ist ein Wrack. Cool. Okay. Da können wir mal gucken, ob wir das vielleicht plündern können. Heißt plündern. Die kann man aufmachen. Mal schauen. Nicht, dass mir noch so ein Vieh in den Rücken fällt. Oh, da sind 2 solche Pflanzen. Ich hoffe, ich kriege die einzeln auf. Oh, verdammt. So, eine haben wir. Oh. Ne. Oh. Eine ist hier noch. Genau. So. So, jetzt noch so ein Pflänzchen. Ich hoffe, ich kriege die jetzt ein bisschen schneller kaputt. Komm her. So. Oh. Wo ist sie? Da. Ah, so. Okay. Das soll ich mitnehmen? So. Knister, knister. So, an den Teilen liegen hier Kabel und solche Sachen. Guck mal rum. Das sind hier Heatsink. Okay. Das kenne ich so auch noch nicht. Schaltkreise. Und dann kann man mal gucken. Repairs needed. Battery broken. Ah, der braucht jetzt zum Beispiel 30 Megawatt. Das heißt, könnte ich jetzt hier... Habe ich eine Biomasse?
Cool. So, wenn ich jetzt noch... hier ein bisschen was... Ach, scheiße, er braucht 30. Ja. Kann ich reinbauen? Ah, cool, das passt also. Das invalid location. Achso. So, dann müssen wir jetzt mal hier eine Pole hinsetzen. Sehr schön, und wir können es öffnen. Da ist eine Festplatte drin. Mega gut. Dann bauen wir alles ab. Haben die Ressourcen. Habe ich das geknistert, denkt man immer. Hier läuft doch irgendein Viech rum. Ich bin hier schon fast neugierig, was auf der Festplatte drauf ist. Ich würde sagen, wir laufen einfach noch ein bisschen weiter. Richtung Berg, und am Berg laufen wir dann rüber, zurück zu unserer Base. Ich guck mal, da oben, da haben wir mal einen besseren Blick. Ich werde da mal hochklettern. Meistens erwarten einen auf solchen Bergen immer böse Überraschungen. Aber trotzdem. Komm ich da hoch? Ja, geil. Ja, da ist so. Nee. Okay, nix. Ah, dass wir schon einen Wrack gefunden haben, das finde ich mega. Auf diesen Festplatten sind nämlich ganz coole Rezepte manchmal, die einen das Bauen von einigen Sachen. Ah, das wäre so eine Gift. Ein Giftstein. Stein. Die so alternative Rezepte, die einen das Bauen teilweise erleichtern oder das Fertigen. Dass man dann irgendwelche Sachen aus anderen Ressourcen herstellen kann. So, ich gucke immer noch mal, bevor ich irgendwo blind runterhüpfe. Und vielleicht soll ich noch mal ein paar Nüsse futtern. Keinen Schaden. Wer weiß, wo wir rein noch. Also das Gift soll man tatsächlich nicht laufen. Da hat man nicht viel Spaß und nicht lange Spaß. Das Hakel. Gibt es ja auch manchmal ganz interessante Höhlen. Ups, Alter. Ach, da unten ist ja schon wieder unsere Base. Das geht aber tief runter. Das geht aber sehr tief runter. Ne, da sollte ich mir einen anderen Weg suchen. Ich bin ja eigentlich mega gespannt, was auf dieser blöden Platte drauf ist. Es ging ja jetzt gerade kein Bock, hier weiterzugehen. Ich gehe jetzt auch zurück und lässt die Gegend sein. Ah, hier können wir runter. Sehr gut. Ah, ein bisschen hoch, egal.
Ich sage, man kann ja tatsächlich. Ja, man kann sterben durchs Fallen, aber es ist tatsächlich doch relativ selten. Natur hier weg ist. Juhu. Ah, hier. Heps. Ich muss die Festplatte erforschen. Das ist mir ein wichtiges Ding. So, ja. This type of mycelia has strong healing properties. R&D has created a blueprint you can access in Hub Tier 3. Ah, okay. Mit Hard Drive? So, die braucht 10 Minuten. Haben wir die Zeit? Ja, die Zeit haben wir noch. Natürlich. So, dann können wir mal gucken, was wir hier noch als nächstes für ein Tier freischalten. Also wir könnten jetzt noch einen Scanner bauen, damit wir Nüsse finden. Das könnten wir jetzt freischalten, damit wir Fabric, also Stoffe, Biomasse aus Mycelium, war das glaube ich, oder aus Panzern, das weiß ich jetzt auch nicht. Und dann haben wir hier noch, dass wir Pilze leichter finden. Aber ich denke mal, wir finden... Gun. Die wäre natürlich. Da hätte ich auch alles für da. Das wäre lustig. Allerdings wäre das auch sehr wichtig eigentlich, damit wenn ich meine Fabrikationen baue, damit ich mir Wege bauen kann. Das wäre jetzt auch nicht unwichtig. Weil das brauchen wir, um in die nächste Stufe voranzuschreiten. Aber ich würde die Walkways erstmal nehmen. Ich glaube, das ist doch wichtiger. Das. Heatsink, genau. Ah, das legen wir jetzt hier erstmal rein. Genauso wie die Panzer, die Pilze. Circuits, die brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Wir brauchen noch ein bisschen Iron Rod. Ah, sehr schön, haben wir wieder ein bisschen was. Zack. Iron Plates habe ich erstmal genug. So. Iron Rods. Okay. So, und dann brauche ich noch ein paar Schrauben. Ah, Reinforced Iron Plates. Ich brauche 10 Stück insgesamt. Ich glaube, ich habe keine mehr. Ja, genau. Dann produzieren wir einfach noch ein paar Schrauben. Zwar so viele, bis wir die Reinforced Iron Plates machen können. Dann noch die Biomasse, wenn wir schon mal dabei sind. Biofuel. Wie gesagt, das werden wir später auch nicht mehr brauchen und nicht mehr so viel brauchen, wenn wir coole Kraftwerke haben. Aber bis dahin wird es noch ein wenig dauern. So, und dann sind die Reinforced Iron Plates. Zack. Walkways. Milestone reached. After medical consultation, Walkways. Additional buildings aimed at factory traversal have been added. Genau, also Walkways can now be accessed in the build menu. Da fliegt er wieder hin. Tschüss. Grüßen wir die Jungs da oben schön. Achso, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt hatte. Da sitzt eine Schnecke. Da könnten wir auch mal hingehen.
Müsste ich wohl irgendwie einen Weg hinbauen. Das trifft sich eigentlich ganz gut, weil ich wollte mir jetzt gerade noch ein bisschen Zement holen. Ich muss mir das Ganze dann hier nochmal irgendwie... Wow. Alter Schwede. Haben wir ja ein bisschen was. So. Können wir eigentlich welche hochbauen, ne? Nee. Was wir jetzt erstmal machen, wir bauen die Fabrik da drüben ein bisschen weiter aus. Denn ich würde auch gerne irgendwann die Schrauben automatisiert erstmal herstellen lassen. Das heißt, wir bauen jetzt hier erst nochmal ein paar Fundamente hin. Dann können wir hier mit den Walkways hochgehen. So. Das nehme ich noch kurz weg. Auch. Hier kommt dann die nächste Schmelze oben hin. Dann kommt hier... Oh, das passt ja eigentlich alles. Könnte ich hier mit einem Förderband runtergehen und da erstmal anschließen. Und das gleiche kann ich da auch machen. Und ich würde dann hier mit den Walkways hochbauen. Also hier an der Stelle. Und das können wir ja vielleicht sogar schon mal machen. Die können wir ja sogar schon bauen. Das ist bei Organization waren die, glaube ich. Genau. Dann kriegt das Ganze langsam einen Fabrikcharakter. Hier erstmal weg. Die wollte ich haben. Da können wir nicht. Hin. Nee, dann mache ich das da weg. Und ich setze... dahin. Ein Stück. So, jetzt kann ich da bauen wir jetzt noch. Das muss ja alles schick aussehen. Hier nochmal Abgang. Ja, es gibt auch Treppen, aber ich finde das mit den Walkways schöner. So. Genau. Wenn hier eine Schmelze ist, dann komme ich trotzdem noch vorbei. Also auch erstmal nur mehr zum Bauen gedacht. Deswegen muss ich mal gucken, kriege ich jetzt hier eigentlich noch die Wände hin, wenn die Walkways da sind.
Oh. Perfekt. So langsam kriegt das ja hier einen Fabrikcharakter. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jo. Der ist auch wieder zurückgekommen. Sehr schön. Ja, ich treibe das Ganze jetzt hier mal ordentlichst voran. Damit wir hier... Was meine ich? Hier werden wir jetzt... Jetzt werde ich tatsächlich das erstmal nehmen. Jo, da brauchen wir noch einiges. Kabel brauchen wir auch noch. Was habe ich hier? Das Iron Ore, das kann weg. Das haben wir auch noch. Das Mycelium kann ich wieder zurückpacken. Das brauche ich erstmal nicht. Halt. Kettensäge. Baum störst. Weg. Du störst das Gesamtbild. Ups. Das wollte ich machen. Da kann man auch noch rum. Da kann ich auch noch rum, schon weg. Weil den Platz brauchen wir. Denn wir müssen hier später noch etwas Größeres bauen. Der eine oder andere weiß es wahrscheinlich schon. Und dafür brauche ich megamäßig Platz. Mal davon ab, dass wir das ganze Biofuel ja auch brauchen. Sehr geil. So. Bist du hier nur? So. Ja, das wollte ich machen. Müssen wir mal dran gewöhnen, dass das Ganze auf dem Mausrad liegt. Und man nicht einfach mit Q die Sachen wegsteckt, wie man es bei anderen Spielen vielleicht hat. So, wie lange braucht denn die feste Platte noch? Ist die denn noch am Brödeln? Ah, mega. Ja, geil. Also. Das ist ja. Boah, geilo. Also wir könnten jetzt Reinforced Iron Plates machen. Aus her. Das ist doch ganz normales. Achso, nee, das können wir dann auch. Nee, hä? Das sind 10 Platten, 24 Schrauben. Ich weiß nicht, wie das Grundrezept ist. Aber das finde ich mega cool. Und das brauche ich nicht so, aber das brauche ich. Rezept für Schrauben. Das heißt, wir können aus Eisenbahn gleich Schrauben machen. Normalerweise müssen wir über die Iron Rods gehen. Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Genau. Das heißt, Rooms. Normalerweise machen wir die aus. Okay, müssen wir noch erforschen? Moment. Jetzt hätte mir das wieder ans. Ach so, Moment. Ich glaube, das kann ich nur am Dingenskirchen auswählen. Das kann ich nicht selber machen. Dingenskirchen, ja. Am Konstruktor. Nee. Hä? Hä? Ich habe das doch ausgewählt. Alternative Recipes. Oh. Okay. Muss man nicht verstehen. Also wir brauchen noch ein bisschen davon. Alles klar, holen wir. Das machen wir auch noch schnell fertig.
reichlichst von. Ich denke mal, Iron Rod haben wir auch wieder einiges. Jawohl, ja. Nehmen wir mit. Und ein bisschen Wire. Oder Draht. Ist das Wire? Nee, Wire. Doch, Wire. Genau, Wire. Zack. Oh, Wire. Ich glaube, da nehmen wir noch ein bisschen was mit. Au Wire. Ja, als nächstes würde ich sagen, sehen wir zu, dass wir eine Schraubenproduktion an Gang an Start kriegen. Zack, zack, zack. So, Cable. Und was ich auch noch vorhabe, ist die Kupferproduktion noch ein wenig zu erweitern, damit wir dann auch wirklich Kabel rausbauen. Damit wir uns das nämlich auch sparen können. Aber jetzt geht es hier erstmal ab. So. Und ab dafür. Ups. Juhu. Milestone reached. More complex assembly of parts can now be automated. Ja. So, mal gucken. Was hat doch hier schon Modular Frame Rates? Frost Iron Plates? Normalerweise steht das denn hier als Alternative. Oder muss ich da erst in einem bestimmten Bereich sein. So, können wir hier noch irgendwas erforschen, was ich da habe? Da habe ich glaube ich noch nicht genug Alien-Panzer, brauche ich nämlich 10 Stück für. Ja. Sieht das überhaupt mit meinen Rohstoffen aus? Holzdings? Ja, also füllen wir mal wieder die Biomasse. Das mache ich mal halt sehr gerne, dass ich die immer voll halte. Dann würde ich sagen, sorge ich einfach in der nächsten Folge etwa für mehr Strom. Dann würde ich da oben noch eine Schraubenproduktion ankurbeln. Würde ich sagen, Iron Plates, das reicht erstmal alles. Baue das hier oben noch ein bisschen weiter aus, dass wir da auch zwei Container drauf kriegen. Wie gesagt, ist erstmal alles provisorisch. Und das Zimmer war uns dann nochmal richtig hin. Also Platz haben wir ja genug, den habe ich ja schon geschaffen. Aber das war dann hier nochmal Iron Rod und dann daraus Schrauben. Das wäre mir wirklich mega wichtig, weil davon werde ich jede Menge brauchen. Wo ich jetzt das daher, dass ich da oben noch eine Iron Rod Produktion mache, lass sie dann hier runterfahren und setze hier einfach einen Schraubenbimsel noch hinter. Das könnte ich auch noch machen, bevor wir jetzt hier anfangen, den nächsten Miner zu bauen. Sollten wir den erstmal ausschöpfen. Das ist mein Gedankengang. Und ich hoffe, dass wir das hier mal irgendwann fixen werden, dass ich hier eine Wand bauen kann. Ansonsten, ja, ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt hier eine Wand hinsetze, die vielleicht noch ein bisschen drehe. Ja, das ist eine gute Frage. Werde ich vielleicht nochmal versuchen, offscreen technisch hinzukriegen. Ich gucke gerade, weil eigentlich
Der müsste eigentlich gar nicht so viel sein. Und das Steckchen da oben, das möchte ich noch unbedingt haben. Aber da würde ich auch sagen, bauen wir uns in der nächsten Folge hoch, holen uns die Schnecke, analysieren die. Dann kann ich euch zeigen, was wir damit da machen können oder erforschen können. Darum würde ich es erstmal sagen, belassen wir es für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei Satisfactory. Ich sage Tschüss.